Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch die Neuerscheinungen, auf die ich mich im März besonders freue. Es sind ein paar wirklich tolle Bücher dabei, die ich am liebsten jetzt schon in Händen halten und lesen würde. Aber ein bisschen müssen wir uns da leider noch gedulden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Gleich am 1. März erscheint eine Neuerscheinung beim Piper Verlag, auf die ich mich schon total freue. Nämlich der erste Teil der Paper Trilogie, Paper Princess, die Versuchung. Hier handelt es sich um einen New Adult Roman von Erin Watt und es wird 12,99 € kosten. Ich freue mich schon so unglaublich auf dieses Buch, denn ich habe bisher nur Gutes darüber gehört. Hier geht es um Ella, deren Mutter stirbt und sie ist daraufhin auf sich alleine gestellt. So lange, bis ein geheimnisvoller Milliardär namens Callum auftaucht, der behauptet, ihr Vormund zu sein und Ella in seine Familie aufnimmt. Von da an muss sie sich an ein Leben voller Luxus gewöhnen und sich vor allem auch ihren 5 neuen Stiefbrüdern stellen. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie mir das Buch gefallen wird. Wie gesagt, in letzter Zeit habe ich total Lust auf New Adult Bücher gehabt, habe auch einige gelesen und freue mich deswegen schon sehr darauf, endlich dieses Buch in Händen halten zu können. Auch das Cover gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Am 6. März erscheint dann Die wahre Königin von Sophie Jordan beim HarperCollins YA Verlag. Hier handelt es sich um den ersten Teil in der Königreich der Schattenreihe. Ich glaube, es ist eine Trilogie, bin mir aber nicht ganz sicher. Das Buch wird auf jeden Fall 16 € kosten, habe ich gerade auf Amazon gesehen. Der Preis wurde gesenkt. Ursprünglich sollte das Buch schon im Februar erscheinen. Der Erscheinungstermin wurde dann aber auf den März verschoben. Deswegen ist es jetzt in diesem Video mit dabei. Hier geht es um die junge Luna, die seit dem Tod ihrer Eltern in einem Turm gelebt hat, um sich vor den Gefahren, die ihr drohen, in Sicherheit zu bringen, denn sie ist die Königin des Reiches Relhok. Als sie jedoch dennoch in Gefahr gerät und fliehen muss, um ihr Leben zu schützen, trifft sie auf den jungen Waldläufer Fowler und von da an entwickelt sich die Geschichte weiter. Ich persönlich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Ich habe von Sophie Jordan bereits den ersten Teil der Infernal-Reihe gelesen, der mir ganz gut gefallen hat und deswegen hoffe ich auch, dass sie mich mit diesem Buch überzeugen kann. Ich finde, dass es an sich sehr interessant klingt und definitiv nach etwas, was mir gefallen würde und deswegen bin ich schon mal gespannt darauf. Auch dieses Cover finde ich sehr interessant. Am 10. März erscheint dann ein Buch, von dem ich sicher schon weiß, dass es absolut toll ist und zwar nächstes Jahr am selben Tag von Colleen Hoover. Das Buch erscheint im DTV Verlag und wird 14,95 € kosten. Und wie jedes Buch von Colleen Hoover wird es bestimmt absolut umwerfend sein. Also ich persönlich weiß es schon, ich habe es bereits auf Englisch gelesen, da heißt es November 9 und es hat mir sehr gut gefallen. Hier geht es um Fallon und Ben. Die beiden treffen sich an dem Tag, bevor Fallon ans andere Ende des Landes ziehen wird und sie verstehen sich auf Anhieb sehr gut. Beide haben eine etwas schwierige Vergangenheit, vor allem Fallon hat da ein paar Dinge, an denen sie noch schwer zu arbeiten hat. Aber nichtsdestotrotz, die beiden kommen sich näher und beschließen deswegen, sich jedes Jahr am 9. November, der Tag, an dem sie sich das erste Mal getroffen haben, wieder zu treffen. Wie die Geschichte dann weitergeht, das müsst ihr selber herausfinden, da möchte ich euch nicht zu viel verraten. Mir persönlich hat es unglaublich gut gefallen. Ich weiß aber auch, dass ein paar Leute Probleme damit hatten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es auf Deutsch rauskommt, dass ich es zu meiner Colleen Hoover Sammlung hinzufügen kann und dass es auch für euch jetzt die Möglichkeit gibt, dieses Buch zu lesen, wenn ihr nicht so gerne englische Bücher lest. Ebenfalls am 10. Februar erscheint dann der zweite Teil in der Hardwell Love Stories Reihe von Samantha Young, Every Little Thing, Mehr als nur ein Sommer. Dieses Buch erscheint beim Ullstein Verlag und wird 9,99 € kosten. Und ich habe den ersten Teil zwar ungelesen in meinem Regal stehen, möchte das aber bald lesen, um mir dann eventuell, wenn mir das Buch gefällt, auch den zweiten Teil holen zu können. Hier geht es um Bailey, die eine kleine Pension besitzt und ziemliche Probleme mit dem Manager eines Luxushotels hat, nämlich Vaughn. Die beiden machen sich gegenseitig das Leben ziemlich schwer, streiten die ganze Zeit und kommen auch so nicht sonderlich gut miteinander aus. Dennoch ist zwischen den beiden diese gewisse Atmosphäre, die sie sich auch zueinander hingezogen fühlen lässt. Als Bailey dann in ein paar Probleme gerät, ist Vaughn der Einzige, der ihr helfen kann und daraus entwickelt sich eine hoffentlich sehr schöne New Adult Liebesgeschichte. Ich persönlich freue mich schon mal den ersten Teil zu lesen, denn bisher habe ich auch über den nur Gutes gehört und hoffe, dass ich dann auch den zweiten Teil lesen möchte. Am 13. März erscheint dann der zweite Teil der Infernal Trilogie von Sophie Jordan, Rhapsodie in Schwarz. Das Buch wird 17,95 € kosten und erscheint beim Löwe Verlag. Den ersten Teil von Infernal habe ich bereits gelesen, er hat mir ganz gut gefallen
Und ich habe damals aber gedacht, dass der zweite Teil, weil das auch in Inferno hinten so drin stand, bereits im Juli desselben Jahres erscheinen würde. Das war leider nicht der Fall. Und deswegen habe ich ein bisschen das Interesse an der Reihe verloren. Bin deswegen noch am Überlegen, ob ich mir dieses Buch holen werde oder nicht. Interessieren würde mich der Fortgang der Geschichte ja schon, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall kommt dieses Buch jetzt im März hoffentlich endlich heraus, denn der Erscheinungstermin wurde auch schon von Februar jetzt auf März wieder verschoben. Also mal schauen, hoffentlich bleibt es jetzt dabei. Bei Infernal handelt es sich um eine Dystopie, in der Jugendliche auf das sogenannte Mördergen getestet werden. Auch unsere Protagonistin Davy wurde positiv auf dieses Gen getestet. Wie die Geschichte von da an weitergeht, dazu möchte ich nicht allzu viel verraten, denn ich persönlich fand es sehr cool, sozusagen blind in das Buch reinzugehen. Auf jeden Fall handelt es sich hier, wie gesagt, um den Abschluss einer zweiteiligen Reihe. Das Konzept fand ich auf jeden Fall an sich sehr interessant, deswegen bin ich wirklich, wie gesagt, noch im Überlegen, ob ich mir den zweiten Teil auch hole oder nicht. Ebenfalls am 13. März erscheint beim Skript 5 Verlag der vierte Teil der Raven Boys Reihe von Maggie Stiefvater. Wo das Dunkel schläft, wird 19,95 € kosten. Und wie gesagt, hier handelt es sich um den Abschluss in der Wenderar-Beruft-Reihe. In diesen Büchern geht es um Blue und die vier Raven Boys, Gansey, Adam, Noah und Rowan. Die fünf machen sich gemeinsam auf die Suche nach einem mysteriösen walisischen Prinzen. Und in diesen Büchern geht es viel um magische, mythische Sachen, um Übernatürliches. Ich habe den ersten Teil gelesen, hat mir ganz gut gefallen. Bin auf jeden Fall gespannt, wie sich die Reihe weiterentwickeln wird und freue mich, dass der vierte Teil nun auch endlich auf Deutsch erscheinen wird, damit ich die Reihe dann zu Ende bringen kann. Am 16. März erscheint beim Libbe One Verlag Marthas Widerstand von Carrie Drury. Dieses Buch wird 16 € kosten und ich finde, es klingt unglaublich interessant. Hier handelt es sich scheinbar um eine Art Mischung aus Thriller und Dystopie, denn in diesem Buch geht es um Martha, die des Mordes angeklagt wurde. Und in einem Fernsehvoting wird über ihr Urteil abgestimmt, also ob sie schuldig gesprochen wird oder nicht. 7 Tage lang geht dieses Voting und jeden Tag wird sie in eine kleinere Zelle verlegt. Und so wie es aussieht, wird das Voting wohl gegen Martha ausgehen, denn der Großteil der Bevölkerung möchte sie sterben sehen. Martha allerdings spekuliert genau darauf, denn sie möchte der Bevölkerung zeigen, dass sie nicht in einer perfekten Demokratie leben, so wie sie denken, sondern dass die Bevölkerung manipuliert wird. Ich persönlich habe noch nie einen Thriller gelesen, deswegen bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob mir dieses Buch gefallen würde oder nicht. Ich bin aber definitiv am Überlegen, ob ich es mir hole, denn es klingt so interessant. Deswegen bin ich da, wie gesagt, noch am Überlegen. Ebenfalls am 16. März erscheint auch beim Bastei-Lübbe One Verlag Rache und Rosenblüte von René Adier. Hier handelt es sich um den Abschluss einer zweiteiligen Reihe. Der erste Teil Zorn und Morgenröte ist letztes Jahr erschienen und er hat mir unglaublich gut gefallen, deswegen freue ich mich auch schon total auf diesen zweiten Teil. In Zorn und Morgenröte, dem ersten Teil, geht es um Shahrzad, die in einem Königreich lebt, in dem der Kalif, also der Herrscher, sich jeden Morgen eine neue Braut nimmt und sie dann abends umbringt. Auch ihre beste Freundin ist so gestorben und um sie zu rächen, meldet Shahrzad sich freiwillig, um den Kalifen zu heiraten. Als sie Khalid dann wirklich kennenlernt, entwickelt sich die Geschichte aber etwas anders als ursprünglich gedacht und ich bin schon gespannt, wie es im zweiten Teil weitergehen wird mit Shahrzad und Khalid und wie die Geschichte letztendlich zu Ende kommen wird, denn bisher sind da wirklich noch einige offene Fragen und noch so viele Möglichkeiten, in welche Richtung sich die Geschichte entwickeln kann. Ich persönlich freue mich schon unglaublich darauf. Das Buch wird übrigens 17 € kosten und hat wohl eins der schönsten Cover, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich liebe das wirklich so sehr. Ich mochte schon das Cover vom ersten Teil total gerne und das ist aber nochmal eine Nummer schöner. Das hier ist übrigens der erste Teil und ich finde auch dieses Cover schon wunderschön. Und wie gesagt, das vom zweiten Teil ist wirklich einfach noch schöner. Am 20. März erscheint dann The Sun is Also a Star, ein einziger Tag für die Liebe von Nicola Yoon beim Dressler Verlag und das Buch wird 19,99 € kosten. Auch hierauf freue ich mich schon total, denn Du neben mir, das erste Buch von der Autorin, hat mir auch sehr gut gefallen und ich habe gehört, dass dieses sogar noch besser sein soll. Hier geht es um Daniel und Natascha, die sich in New York kennenlernen und sich auf den ersten Blick quasi ineinander verlieben. Allerdings gibt es dabei ein Problem, denn Nataschas Familie soll noch am gleichen Tag aus Amerika abgeschoben werden. Wie sich die Geschichte von da an weiterentwickelt, vor allem wie es mit Natascha und ihrer Familie weitergeht, darauf freue ich mich schon sehr, das zu erfahren. Ich habe über dieses Buch bisher wirklich nur Gutes gehört und bin einfach schon so unglaublich gespannt, ob es mir genauso gut gefallen wird wie das erste Buch der Autorin. Und auch die letzte Neuerscheinung für dieses Video erscheint am 20. März. Caravelle von Stephanie Garber erscheint beim Piper Verlag und wird 14,99 € kosten.
Und auch auf dieses Buch bin ich schon sehr gespannt. Es soll nämlich ähnlich sein wie der Nachtzirkus von Erin Morgenstern. Dieses Buch habe ich ja bereits angefangen, hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe es auch immer noch nicht fertig gelesen, weil es mir einfach, wie gesagt, nicht gefällt. Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt auf Caraval und möchte es auf jeden Fall lesen, da ich auch über dieses Buch bisher nur Gutes gehört habe, vor allem aus dem amerikanischsprachigen Raum. Dort wird es ja im Moment ziemlich gehypt. Und deswegen möchte ich mir das auch auf jeden Fall holen. Hier geht es um Scarlett, die unbedingt zu einem Festival namens Caraval gehen möchte. Als ihre Schwester und ein Freund von ihr sie dort mit hinnehmen, ist sie am Anfang sehr gespannt darauf und fragt sich, wie es dort wohl sein wird. Als sie dann tatsächlich dort ankommt, ist es aber etwas anders, als sie sich das vorgestellt hatte, denn dort scheint etwas nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Als dann auch noch ihre Schwester Donatella verschwindet, sieht sich Scarlett damit konfrontiert, dass sich hinter Caraval ein furchtbares Geheimnis zu verbergen scheint. Ich persönlich finde, dass es sehr, sehr spannend klingt. Es klingt für mich auch auf den ersten Blick nicht unbedingt nach dem Nachtzirkus, deswegen habe ich die Hoffnung, dass es mir besser gefallen wird. Und wie gesagt, ich bin schon sehr gespannt darauf. Das waren alle Neuerscheinungen für den März, auf die ich mich schon freue. Lasst mir doch in den Kommentaren wissen, auf welche neuen Bücher ihr euch besonders freut und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!